Okay, wir machen jetzt einen Draft. Ich will einen Toti haben. Wir haben noch genau 300 Points und machen jetzt damit einen Draft. Guck jetzt. Ich will auf jeden Fall Kanté spielen. Das wäre so geil, Alter. Oder Mbappé, das wäre so geil. Aber was ist schlauer zu nehmen? Das? Ich glaube, das ist gut. 4-3-2-1. 3 ZMs. Ein guter 4-3-2-1, ja. Komm, komm schon. N'Golo, N'Golo, Kanté. Ich nehme jetzt mal lieber so einen Hadji. Hadji, sage ich schon. Overmars, damit wir vielleicht einen... Scheiße. Oh! Eieieiei. Welcome, Lionel Messi. Komm, jetzt noch einen im ZM. Boah, Vieira Prime, Digga. Uff, auch stark. Guck jetzt. Komm, gönn. Toti, 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 Toti. Matteo ist auch krank. Komm, Toti, Toti, Toti. Oh, let's go, Digga. Wir sind am Start. Jorginho. Jawohl, Junge. Den will ich mal testen, Alter. Ich bin gespannt, wie der ist, Digga. Stark, 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 stark. Jorginho. Let's go. Wichtig. Zwei Totis haben wir schon. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir irgendwie ein bisschen auf Chemie kommen bei der Mannschaft. Gehen wir mal erstmal mit der Liga hier. Ach, scheiße. Ach, schon. Ich hab lost. Ach, geil. Ach, gut. Ja gut, ne? Kap und Kappa, Kap und Kappa. Vielleicht können wir die Innenverteidigung ein bisschen japanisch machen mit einer Chen. Oh, Desailly, Desailly. Ja, Spinazzola habe ich nicht gesehen, scheiße. Ich war lost, Chat, ihr kennt mich doch. Raul Albiol. Komm, Raul Albiol, der alte Sack. Und Jorginho in die Mitte. Oh, Yashin. Boah, Bruder, das Team sieht nice aus. So, Jorginho in die Mitte. Hat er nicht volle Chemie? Ich will noch volle Chemie spielen, Chat. Wir kommen eh noch. Guck mal, jetzt kommt auf der Bank auch noch was. Jetzt kommt noch ein Mbappé. Dann wäre krank, Digga. Auf der Bank. Oh, uff. Nur ein 96er sieht dann, Bruder, was geht hier ab? Was ist das bitte für ein Draft? Was ist das denn? Guck jetzt. Ja, ja, ja. Ah. Schade, schade, Marmelade. Thierry Henry. Da kommt noch was, guck jetzt. Da kommt jetzt noch was. Da kommt noch ein Toti. Ah, oh, der ist sexy, Alter. Gabriel Jesus, sehr geil. Bruder, was ein Team. Oh, oh. Oh, noch Ibra. Ach du Scheiße. Digga, auch noch Ibrahimovic, ne? Was ist das für ein Team? Oh, und dann, oh, boah, Digga. Wir müssen eigentlich Kunde nehmen. Kunde, 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 Kunde. Wegen Chemie, Leute. Zack. Boah, sehr stark. Also, das Team sieht wahnsinnig aus. Ganz verrücktes Team. Eigentlich egal, wen wir hier nehmen, ne? LAV. Das Draft ist echt geil, Digga. Komm, noch ein Toti geht noch. Schade. Ja, mit dem. Komm, einer kommt noch. Einer kommt noch. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. LV aus der Premier League wäre jetzt noch super. Ein LV aus der Premier League. Damit wir hier auf volle Chemie kommen mit Jorginho. Jawohl, let's go. Perfekt. Der passt perfekt rein hier. Perfekt. Junior Firpo. Passt. Passt, Chat. Passt. Geiles Draft, Digga. Sehr, sehr geil. Messi hat zwar noch keine volle Chemie. Was können wir machen, um Messi volle Chemie zu geben, Chat? Ist das ein 190er Draft? Kriegen wir da 190 hin? Ich glaube nicht, ne? Boah, die Auswechselspieler sind ja so schlecht. Richtig schlechtes Rating. Oh, doch. 190er Draft, Chat. Ja, sieht schon sehr geil aus, das Draft. Also, ich bin jetzt echt mal auf Jorginho gespannt, ne? Der hat ja auch geisteskranke Werte. So, wir gucken mal nach. Ich guck mal kurz nach, was Jorginho kostet. Ich glaube 1,8 Millionen, ne? 1,7, okay. Overmars ST dann direkt auswechseln. Eigentlich gute Idee. Da hat Messi wenigstens volle Chemie, ne? Ist ja eigentlich eh egal. Machen wir einfach so. So, wir spielen jetzt mal ein Spiel mit Jorginho. Ich bin jetzt echt gespannt, wie der sich steuern lässt, ne? Sag ich so, wie es ist. Hoffentlich kommt mal ein bisschen... Ach, geil. Ja, ist auch nicht schlecht, das Team. Come on, Jorginho. Zeig uns, was du drauf hast. Wo bist du? Ah, wir wollen ja noch wechseln. Da ist er, oder? Ist er das? Boah! Boah, was ist das denn? Junge, was geht mit dem ab? Alter, fast direkt 11 Meter rausgeholt. Bruder, was geht ab mit dem? Sollen wir Jorginho als ZM spielen oder soll ich den mal in Sturm tun? Was sagt ihr, Chat? Wir machen einfach hier Anweisungen. Nach vorne orientieren. Lass mal ZM. Oh, warte, war echt stark gemacht gerade, wirklich. Das war richtig starkes Dribbling. Da ist er, Jorginho, warte. Da ist er. Boah, der hat aber einen guten Antritt, ne? Das gefällt mir. Alter, wie der sich steuern lässt. Junge, das ist krank. Boah, ist gut. Gefällt mir, das ist richtig beweglich. Wir machen jetzt extra fair. Guck mal, so Messi, der muss die reinmachen. Ja. Ja. Was sagt ihr denn optisch erstmal von oben, wenn ihr so betrachtet? Der hat schon gutes Dribbling und ist auch schnell, hat guten Antritt. Gefällt mir, ehrlich. Was mit seinem Yashin, Alter? Da ist er wieder. Guck jetzt dieser Antritt. Wenn du einmal R2 drückst, der ist weg. Guck mal, Salah. Digga, was war das für ein... Ach, sein Best, Alter. Also jetzt vom ersten Eindruck... Also ich will jetzt nicht sagen, dass er mir besser als Messi gefällt, aber ich meine für Preis-Leistung 1,8 sah das gerade sehr, sehr gut aus, ehrlich. Da ist er wieder. Der hat so voll die Bewegung und kann es einfach so mit R2 so voll durchziehen. Guck, das meine ich, Digga. Guck mal, da kommt ein Salah. Der lässt den einfach hängen. Ah, ein bisschen zu weit vorgelegt.
Stark gespielt, der Gegner. Das war stark gespielt, ehrlich. Starkes Tor. Boah, Junge, aber der ist stark. Das gefällt mir echt. Guck mal hier. Dieses schnelle Dribbling ist geil mit dem. Der bewegt sich echt gut. Kannst du nur mit Foul stoppen. Den kannst du nur mit Foul stoppen, den Jorginho. Können ja mal zweite Halbzeit den vielleicht einen Sturm packen. Und da ist Messi als Vergleich. Ich weiß nicht, Digga. Also Messi kommt mir so ein bisschen so dieses Verkrampfte vor manchmal. Ich weiß nicht, warum. Boah. Alter, guck mal, wie der da einfach durchzieht, Junge. Das ist krank. Linker Fuß. Okay. 4 Sterne, schwacher Fuß, aber trotzdem. Messis Schuss ist natürlich nicht zu vergleichen, Digga. Messi, wenn der mit links schießt, geisteskrank. Habt ihr schon mal gerade einen getestet im Draft, Freunde? Guck mal, so ein Blanc, Alter. Einfach kurz so ein Blanc, nimmt der kurz hops. Okay, Ball verloren jetzt, aber trotzdem, so Laufduelle. Und De Bruyne wäre ich auch mal gespannt, ey. Wäre auch mal interessant zu wissen. Ich würde gerne mal Mbappé-Toti noch testen. Mbappé muss mit Abstand der krasseste sein, Alter. Scheiße, Alter. Egal. Wir wollen ja nicht Spieler testen. Wir wollen jetzt hier keinen Draft gewinnen. Der macht das aber auch unnormal schnell. Ne? Guck mal, diese Bewegung. Das meine ich. Guck mal, so ein Eto'o hinter dem. Der rennt einfach. Zack. Boah. Ach, scheiße. Das war ein guter Lauf. Ein sehr guter Lauf. Ey, der gefällt mir vielleicht sogar besser als Messi-Toti, ne? Also jetzt so Preis-Leistung. Bei Messi 4,5 Millionen ist schon hart. Und Messi hat halt nur seinen linken Schuss und dann muss er auch reingehen, was nicht oft der Fall ist. Was sagt ihr denn, Chat? Hat sich Jorginho verdient, ins Toti zu kommen? Eure ehrliche Meinung? Krass, einfach dieser 85er Jorginho, Alter, so eine kranke Toti-Karte bekommen. Was war das denn? Da ist er. Aha. Ja, schießen schwierig. Schießen habe ich noch nicht so gut mit dem hinbekommen, weil einige meinten, dann kann er auch schießen. Habe ich nicht so gut hinbekommen. Wir zocken jetzt Jorginho zweite Halbzeit mal im Sturm. Einfach mal so ein bisschen gucken, so wie der sich bewegt, was der drauf hat und so. Ey, komm, Jorginho. Boah, guter Schuss. Oh, Messi. Oh, stark Messi. Oh, Messi. Jorginho. Messi und Jorginho. Oh, Messi. Oh. Ibracadabra. Jorginho. Setz dich aber auch gut durch, ne? Da, Jorginho, jetzt machst du dein Tor. Komm. Ich will den ein Tor schießen lassen. Komm, ein Tor. Es macht aber auch Bock, mit dem zu spielen. Ey, wenn der noch 5 Sterne Skills hätte, ne? Wäre eine geisteskranke Karte, sage ich euch so, wie es ist. Weiß nicht, ob das jetzt nur gerade so in diesem Spiel ist, ne? Aber auch dieser Antritt. Guck mal, wie der weg ist. Seht ihr das? Zack, der ist sofort. Guck mal, wie der durchzieht. Das ist... Alpo! Bruder, was war das denn, Alter? Boah. Der hat fast die Latte kaputt geschossen. Mal gucken, was er jetzt macht. Da bin ich jetzt gespannt auf die Situation. Oha, der kommt gut. Ein bisschen weniger. Der wäre krass gekommen. Jorginho, ich gönne es dir. Ey, der gibt... Ey! Geil. Jawohl, Leute. Jorginho. Mal, guck euch die Karte da unten links an. Kranke Werte, ne? Den kann man echt spielen, ne? Also, den würde ich safe auch in meinem Main-Team spielen. Jorginho. Oh, mach ihn doch. Oh, mach den nicht. Nein. Was war das denn? Da ist er. Oh, Junge, wie der sich denn vor... Das meine ich. Der hat aber immer so einen Antritt bekommen. Das war gerade eine echt starke Grätsche vom Gegner, muss man sagen. Aber der da gerade durchgezogen ist, geisteskrank. Hoppa, hoppa, Salah. Hä? Was, Salah? Was? Komm her, Salah. Was? Wie hält er denn? Vieira gegen Van Dijk Kopfballduell. Was? Wieso verliert er das? Okay, wir haben den jetzt aber auch extrem gespielt in diesem Spiel. Ne? Also fast alles nur über den. Damit wir auch mal gucken, was der so drauf hat und so. Und da war ich schon zufrieden. Also ich bin mehr zufrieden als in meinem ersten Spiel mit Messi. Ne? Das kann ich euch offen und ehrlich sagen. Guck, das kannst du doch keinem erzählen. Wahnsinn. Geisteskrank, was soll ich sagen? Er kann überall spielen, Chat. Ey, der ist der perfekte Achter in meinen Augen. Also den werde ich safe kaufen, glaube ich, und mein Hulit verkaufen, weil der reicht mir vollkommen. Finde ich sehr, sehr geil, die Karte. Also vom ersten Eindruck, stark. Von 10 Punkten würde ich dem eine 8 geben.